Wirecard habt ihr vielleicht so ein bisschen verfolgt. Eine ziemlich würzige Mischung, ein bisschen Porno, ziemlich viel Bilanzskandal und eine Prise Edellobbyismus mit ihm hier. Können wir nochmal? Was meint ihr, das, was er und andere im Lobbyismus machen, alte Kontakte anzapfen, ist das anrüchig, ist das illegal oder ist das völlig okay? Ich bin Daniel Ponzen vom ZDF Hauptstadtstudio und ich finde, das ist ein Thema, bei dem man denselben Maßstab anlegen kann, wie er früher bei seinen. Ich war von Anfang an der Meinung, dass wir hier sehr klare Worte wählen müssen. Und dass man gleichzeitig auch die Dinge erklärt. Und wenn man Dinge erklärt, kommt es auch gelegentlich mal darauf an, Klartext zu reden. Genau das wollen wir jetzt mal versuchen. Gutenberg und Wirecard, Doktorarbeit und Bilanzfälschung. Viele sagen, passt ziemlich gut zusammen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, Wirecard, krasse Erfolgsgeschichte. Mit weniger als 5.000 Beschäftigten sind die größer geworden als die Deutsche Bank mit knapp 100.000 Mitarbeitern. Weil man sich knallhart gerade zu Beginn auf Wachstumsbranchen konzentriert hat, Porno- und Glücksspielindustrie. Why not? War ja legal. Zweifel gab es dann allerdings recht bald an der Bilanz, 2015 schon und dann 2018, da hat auch die Süddeutsche darüber berichtet, darüber, dass die Staatsanwaltschaft München Verfahren prüft und das war auch im Kanzleramt angekommen, wo kurz darauf auch eine Gesprächsanfrage einging. Wir haben interne Unterlagen aus dem Kanzleramt vorliegen. Der Wirecard-Chef Markus Braun hatte damals um ein Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel gebeten. Was der Wirecard-Chef wollte in dem Gespräch, wissen wir nicht, ist aber eigentlich auch egal, denn er hat es nicht bekommen. Denn interne Unterlagen aus dem Kanzleramt belegen, die Abgeordnetenwatch bekommen hat, dass man das geprüft hat intern und dann gesagt hat, besser Finger weg. Ein solches Gespräch mit der Kanzlerin sei, Zitat, vor dem Hintergrund des SZ-Berichts über ein mögliches Verfahren der Münchner Staatsanwaltschaft nicht ratsam. Ziemlich eindeutig, eigentlich. Dann ging ein bisschen Zeit ins Land, bis es noch mal jemand probiert hat für Wirecard. Ein alter Bekannter. Ich bin jemand, der gerne redet. Und ich glaube, dass die Kraft des Wortes manchmal allzu gering geschätzt wird. Ja, reden hilft. Und er, Gutenberg, hat dann einen Termin gekriegt bei der Kanzlerin in seiner Zweitkarriere als Lobbyist. Was vielleicht auch ein bisschen an seiner Erstkarriere lag. Die Älteren erinnern sich, vor gut 10 Jahren war er der Senkrechtstarter auf der Berliner Politikbühne. Mit 37 der jüngste Wirtschaftsminister, mit knapp 38 Verteidigungsminister und mit 39 zurückgetretener Minister. Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde. Ja, freundschaftliches Gespräch. Seine Gründe, ich fasse das mal zusammen, seine fehlerhafte Doktorarbeit, aber auch, dass zu viel Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet worden sei. Ja, vorher hatte er sich darüber selten beklagt, in dem Fall aber war es einfach zu viel. Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. Ja, etwas nüchterner klang das Urteil der zuständigen Untersuchungskommission, die befand, dass Herr Freiherr zu Gutenberg die Standards guter wissenschaftlicher Praxis evident grob verletzt und hierbei vorsätzlich getäuscht hat. Ja, Nuancen. Die Kanzlerin allerdings, die war ja auch nicht allzu streng mit Herrn Gutenberg. Die hatte vorher schon gesagt, sie hatte ihn ja als Verteidigungsminister eingestellt. Ich habe keinen wissenschaftlichen Assistenten oder einen Promovierenden oder einen Inhaber einer Doktorarbeit berufen. Wie auch immer, er war dann erstmal raus, gab dann ein Buch, ja, vorerst gescheitert, Betonung auf vorerst, denn das Buch enthielt vor allem auch einen Ausblick auf das, Zitat, was eines der größten politischen Talente gegenwärtig und in Zukunft bewegt. Bewegt hat er sich dann erstmal Richtung USA und da hat er dann eine Firma gegründet, Spitzberg Partners, eine Firma, die unter anderem Lobbyarbeit macht. Das heißt, da hat dann seine Zweitkarriere als Lobbyist begonnen und auch da hat er sich nicht mit Mittelmaß zufrieden gegeben. Eigentlich kaum zu fassen. Ein ehemaliger Bundesminister nutzt seine exzellenten Kontakte in die Politik und nimmt als Top-Lobbyist für etliche zwielichtige Unternehmen Einfluss. Zum Beispiel eben Wirecard. Nochmal zusammengefasst. Erstens, Gutenberg verliert seinen Posten als Minister. Zweitens, er geht in die USA und startet eine Karriere als Lobbyist. Und drittens, da schafft er dann das, was der Wirecard-Chef vorher nicht geschafft hat, mit Merkel über Wirecard zu sprechen. Zu dem Gespräch kam es im September 2019. Und worum ging es da in diesem Gespräch? Hintergrund war, Merkel hat damals eine Reise nach China geplant und Wirecard wollte damals auf dem chinesischen Markt Fuß fassen, wollte eine chinesische Firma übernehmen. Und da schrieb Gutenberg in der Mail an den zuständigen Abteilungsleiter im Kanzleramt. Waren wir uns einig, dass ein kurzer Hinweis im Rahmen des Besuches sehr hilfreich sein könnte? Vermutlich. Und weiter?
Die Frau Bundeskanzlerin bat mich, Ihnen noch einige Zeilen zukommen zu lassen, um die richtige Formulierung an der Hand zu haben. Ja, dem ist er dann gern nachgekommen. Die Formulierungshilfe gab es im Anhang. Und dann eben die Reise nach China. Und ist Merkel dann tatsächlich dem Wunsch nachgekommen, das Thema Wirecard anzusprechen? Was meint ihr? Thema ist durch die Chefin angesprochen worden. Schreibt der Abteilungsleiter hinterher dann in der Mail an Gutenberg. Zusatz? Ich werde das auch weiter flankieren. Weiter flankieren, ja, das ist jetzt genau die Grauzone, in die Lobbyismus immer wieder vorstößt. Persönliche Kontakte nutzen, um sich kleine Gefälligkeiten zu erbitten, mit manchmal gar nicht so kleiner Wirkung. Auch nicht für Gutenberg bzw. das Konto seiner Firma. Etwas mehr als 970.000 Euro sollen von Wirecard an seine Firma Spitzberg geflossen sein, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung aus dem Umfeld von Wirecard erfahren hat, schreibt sie. Und dann ist da auch noch von Prämien die Rede. Sinngemäß, je schneller man in China zum Ziel kommt, umso höher der Bonus für Gutenberg. Ziemlich lukratives Geschäftsmodell, würde ich sagen. Und die Rolle der Kanzlerin? Einmal im Jahr gibt es bei uns in Berlin für die Hauptstadtjournalisten eine große Sommer-PK mit ihr. Da kann man sie alles fragen. Und da wurde sie dieses Jahr eben auch zum Thema Wirecard befragt. Und sie meinte, dass es passieren kann, dass man zu einem Zeitpunkt, wo man von solchen Unregelmäßigkeiten keine Kenntnis hat, man sich für ein Unternehmen auch einsetzt, das halte ich auch für gegeben. Keine Kenntnis? Das ist unwahrscheinlich. Wir hatten ja interne Unterlagen vorliegen und genau darum ging es letztendlich, als man Merkel davon abriet, sich mit Wirecard-Chef Markus Braun zu treffen, eben aufgrund der Medienberichterstattung. Also das ist für viele jetzt Lobbyismus Champions League. Eine dubiose Firma schafft es, mit einem über seine Doktorarbeit gestolperten Ex-Minister auf die Agenda der Kanzlerin. Was meint ihr, wenn man solche Fälle von Lobbyismus sieht, brauchen wir das oder muss das weg? Genau das habe ich die so ziemlich krassesten Kritiker von Lobbyismus gefragt. Lobby Control, ein gemeinnütziger Verein, der, wie der Name schon sagt, Lobby kontrollieren will. Und die sagen, Lobbyismus ist prinzipiell okay. Lobbyismus im Sinne von Interessensvertretung ist sogar notwendig für eine Demokratie. Es ist wichtig, dass Politikerinnen und Politiker im ständigen Austausch sind mit gesellschaftlichen Gruppen. Das ist wichtig für die Demokratie. Das Problem, es gibt da so eine Art Wettbewerbsverzerrung, weil die Verbände und Konzerne, die viel Geld haben, sich eben auch die besser verdrahteten Lobbyistinnen und Lobbyisten leisten können. Und das sind eben oft solche, die vorher Top-Jobs in der Politik hatten. Dabei haben sie sehr viel Wissen erworben, also Insiderwissen. Sie haben ein prallgefülltes Adressbuch. Sie wissen, wie der Hase läuft in der Politik. Und dieses spezielle Wissen ist natürlich wertvoll für Lobbyisten und Lobbyisten. Aber der Anstand sollte doch so sein, dass Politikerinnen und Politiker dieses spezielle Wissen nicht einfach an die Privatwirtschaft weitergeben. Sollte, ja. Wenn der Anstand nicht ganz so ausgeprägt ist, dann soll die sogenannte Karenzzeit helfen. Eine Abkühlphase zwischen der Zeit als Politiker und der Zeit als Lobbyist. Eine Phase, in der man nicht direkt all diese Kontakte und das Wissen zu Geld macht. Diese Abkühlphase, die dauert in Deutschland 12 Monate, maximal 18 Monate. Manche Experten wünschen sich 3 Jahre. Aber wenn Sie jemanden gut kennen, dann kennen Sie den auch noch nach 3 Jahren gut. Weil gute Kontakte bleiben gute Kontakte. Das ist ganz klar, das kennt man aus dem alltäglichen Leben. Man vergisst einfach die Kontakte und die Leute nicht. Ja, und dieses alte Kontakte anzapfen, das gibt's parteiübergreifend. Helmut Kohl für Kirch, Gerhard Schröder für Gazprom, Joschka Fischer briet unter anderem Siemens und BMW, Daniel Bahr von der FDP, der wechselte zur Allianz und. Jüngstes, besonders eindrückliches Beispiel, er hier, Sigmar Gabriel, früher Wirtschaftsminister und in der Funktion war unter anderem auch mal bei Tönnies Fleisch, hat sich damals wahnsinnig über die Werksvertragspraxis geärgert. Eine Schande für Deutschland sei das. Abgeschafft hat er das damals dann aber nicht. Er hat eine Selbstverpflichtung für die Industrie eingeführt, die, wie wir heute wissen, ja nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Nach seiner Politkarriere hat ihn das dann allerdings nicht mehr ganz so angewidert. Da hat er dann nämlich einen Beratervertrag von Tönnies bekommen und 10.000 Euro im Monat. 10.000 Euro. Oder wie Gabriel meinte, ein total übliches Honorar in der Branche. Ich kann nichts Verwerfliches daran erkennen, ein Unternehmen bei Exportproblemen mit China zu beraten. Kann er nicht erkennen. Ja, Gabriel ist so ein typisches Beispiel für einen Spitzenpolitiker, der noch während seiner Amtszeit solche Seitenwechsel kritisiert hat, dann aber auch dankbar Lobbyangebote angenommen hat, als er nicht mehr in der Politik war. Das ist natürlich so ein bisschen heuchlerisch.
wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das für ein Business, dieser Lobbyismus, muss man fairerweise sagen, das ist nur ein Ausschnitt. Ja? Mich hat interessiert, wie sieht es denn in der Praxis aus? Und da habe ich mal einen gefragt, der im Lobbyismus arbeitet, sich an alle Anstandsregeln hält und habe mit dem mal alle Vorurteile abgeklopft. 4 Klischees in 60 Sekunden. Klischee 1, Kontakte sind in Ihrem Job alles. Kontakte sind vieles. Man kommt sonst gar nicht ins Gespräch, aber die Argumente sind immer noch wichtiger. Insofern, Kontakte sind wichtig, aber nicht alles. Das Einflussnehmen passiert bei gutem Rotwein in Hinterzimmern. Einflussnehmen passiert, wenn man Glück hat, bei gutem Kaffee, wenn man Pech hat, bei schlechtem Kaffee und dann meistens am heimischen Schreibtisch oder im Büro der Abgeordneten. Klischee 3, Sie formulieren Textbausteine für Gesetzesentwürfe vor und schicken die dann per Mail an die Abgeordneten. Ja, das machen wir manchmal. Meistens sind wir aber in Konsultationsverfahren unterwegs. Das heißt, wir schicken das dann im normalen Verfahren, wie alle anderen auch, per E-Mail, ja. Und Klischee 4, Lobbyismus hat so einen schlechten Ruf, weil viele Politiker die Seiten wechseln am Ende ihrer Karriere, um Geld abzugreifen. Lobbyismus hat einen schlechten Ruf, weil vieles intransparent ist, aber so viele Politikerinnen und Politiker sind da gar nicht unterwegs. Ja, aber sie prägen natürlich sehr stark das Bild. Interessant ist allerdings, dass ausgerechnet Wirecard und Gutenberg jetzt zu einer Verbesserung von Lobbyismus beitragen könnten, indirekt zumindest. Zu Wirecard gibt es ja jetzt einen Untersuchungsausschuss, unter anderem eben auch zu der Frage, inwieweit Politik da eingespannt war. Merkel steht plötzlich wie eine Regierungschefin da, die sich von Lobbyisten einspannen lässt. Und womöglich war es auch so. Und Gutenberg, was hat er zu befürchten? Hat er überhaupt was zu befürchten? Er hat vermutlich gar nichts zu befürchten, denn er hat gegen keine Regelungen verstoßen, die es geben würde. Das ist das Ding. Es gibt nämlich in Deutschland überhaupt kein Regelwerk für Lobbyismus. Das soll sich nun ändern. Es soll ein sogenanntes Lobbyregister geben, ähnlich wie es das schon gibt in den USA zum Beispiel oder in Brüssel. Da ist das große Ziel, den Leuten, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wer für was Einfluss ausgeübt hat, mit welchen Mitteln, wie viel Geld da geflossen ist, wie viele Personen da dahinter stehen und mit wem die betreffende Person da gesprochen hat. Das Ziel also, Transparenz schaffen. Die Frage ist allerdings, wird der Entwurf, der dazu ausgearbeitet worden ist und jetzt vorliegt, wird der dieses Ziel am Ende erreichen oder wird es am Ende nur so eine Art Feigenblatt? Wir sind sehr froh, dass es so ein Lobbyregister überhaupt geben wird, zumindest ist ja davon auszugehen, aber es ist durchaus noch ein bisschen Luft nach oben. Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Bundesregierung dabei ist, dass es nicht nur ein Lobbyregister für das Parlament ist, weil ja viele Gesetze in der Bundesregierung auch gemacht werden und nicht erst im Bundestag. Es ist auch wichtig, dass die Finanzen noch mal klarer gefasst werden, also mit wie viel Geld wird Einfluss genommen. Also Fazit, Lobbyismus ist okay, ist sogar notwendig in der Demokratie. Es muss möglich sein, dass jeder seine Meinung, jeder seine Expertise einbringen kann in einem Gesetzgebungsprozess. Das Wichtigste ist, dass das transparent geschieht. Bislang gibt es da eben kaum Regeln in Deutschland. Jetzt soll ein sogenanntes Lobbyregister kommen. Ob das der große Gamechanger wird, das werden wir sehen. Da müssen wir sehr auf die Details achten. Tja, und Wirecard, die werden davon wahrscheinlich nur noch semi betroffen sein. Für die gilt ja vorerst gescheitert. Und für ihn? Können wir nochmal? Nö. Aber wir können diskutieren. Was sagt ihr zum Thema Lobbyismus? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und ganz wichtig dabei, dass man nicht um den heißen Brei herumredet. Ganz genau. Und damit möglichst viele diskutieren, teilt das Video gerne und vor allem abonniert uns dafür und fürs Zuschauen schon mal vorab. Vielen Dank.